Freunde und herzlich willkommen zur neuen Leni und Toni Show, die Nummer 117. 17, hey, ich bin völlig weg hier. Er ist völlig weg, weil ich komme hier gerade in unsere Baustellen-Greta rein und zack, ist hier ein Dreiviertel-Loch in der Wand. Ja. Ich habe mich so erschrocken, dass ich gesagt habe, mach sofort den Clarence an. Ja. Das zeige ich euch auch gleich, aber erst muss ich euch erzählen, was heute für ein wunderbarer Tag ist, weil wir haben die beste Nachricht, ich glaube, des ganzen Jahres gekriegt. Ab 18. Mai dürfen wir in Schleswig-Holstein wieder vermieten und Gäste empfangen. Das Beherbergungsverbot ist aufgehoben und ich habe schon ein bisschen geweint vor Glück heute Morgen und jetzt komme ich rein, jetzt ist ja auch noch ein Loch drin und der Toni ist ganz dritt, weil er das Fenster hier einmal muss. Ich bin ganz... Da. Wahnsinn. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass die Stellplätze in Schleswig-Holstein, woanders vielleicht auch, aber ab dem 18. auch wieder aufmachen. Richtig. Und alle Campingplätze haben wieder offen. Und die Gastronomie öffnet auch gleich wieder. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Am liebsten würde ich mich sofort in Greta setzen und losfahren. Aber geht nicht, ist auch ja noch nicht der 18. Aber natürlich gleich wieder so den Finger so, aber aufbar so, gell? So mit Mundschutz und so und Abstand immer noch. Ja, ja, das klar. Macht man doch aber eh. Aber das machen wir das ist ja doch eh jetzt schon. Auch drin. Das ist ja auch also, schon drin. Wir haben ja? Die Tage irgendwas im Fernsehen gesehen und das war aufgezeichnet vor dem ganzen Corona. Kack, Entschuldigung. Und dann standen die ganz nah aneinander und dann merke ich schon, wie ich irgendwie so Beklemmung kriege und denke, müsst ihr euch mal auseinanderstellen. Hast und du mit das Publikum auch? Und allem drum und dran. Ja. Die haben sich umarmt. Das war das ein war total völlig, fremd. Völlig fremdes Bild, dass die sich so umarmt haben. Ja. Wie man sich an sowas gewöhnt. Knallomat, ja. Also gut, ja, ist halt also, so. Das Highlight für euch, weil alles andere egal, schaut euch bitte das an. So. Der Toni hat alles im Detail gefilmt und festgehalten ja, und ja, ich komme hier ja, eben rein, ja, weil weiß ich auch gar nicht mehr, warum es einfach so schön hier ist. Und dann sehe ich das. Guck mal hier. Das ist die das letzte, ist nur noch so außen. Die letzte außen. Aluhaut, die Alufolie außen. Ja, das ist aber mal eine Schönheits-OP hier. Eieiei. Wir haben ja gesagt, für die Leni und Toni Show zu umfangreich, deswegen gibt es ja das extra Video Einbau des Bullauges. Bis jetzt läuft alles so nach meinem Plan. Mal gucken, ob das dann, dann am Ende auch so ist. An ja. Der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Hinweise für die Heizung. Super, dass ihr alle sozusagen teilgenommen habt, aber 621, ich hatte es ja eingeblendet, war es halt nicht. 621 heißt Thermofühler kaputt, weiß ich auch, steht ja in der Liste. Aber 631 wäre wichtig gewesen. Hat kein einziger zu 631 geschrieben? Doch. Zwei haben mir einen Link, beziehungsweise eine komplette Liste, die ist zwar auf Englisch, aber das macht nichts, mit allen Fehlercodes wohl für diese Heizung. Und da steht auch einiges drin, aber ja, das muss der Heizungsmensch, also der Spezialist dann einfach regeln. Also kann ich auch nichts mit anfangen. Ne? Ionisationsspannung und keine Ahnung. Der Punkt ist einfach, Thema Heizung und Fenster. Am nächsten Montag geht Greta ja in die Werkstatt wegen der Heizung. Und bis dahin muss das Fenster ja auch sitzen und drin sein und alles. Und der Toni liegt nachts schon im Bett und träumt und überlegt, was ihm noch fehlt und was er machen muss, weil er das Auto ja nicht so halb aufgerissen zum Händler fahren kann. Ja. Ist das süß, hat er mir heute Morgen erzählt. Das ist so goldig, ne? Das wird schon. Ja, ich glaube auch. Alles wird gut. Das wird krass, wenn du das Loch einschneidest. Da wäre ich gerne dabei. Das ist jetzt schon... Oh, da wärst du gerne dabei. Das wollte ich morgen machen. Oh, das ist aber schlecht. Ich muss morgen arbeiten und weiß nicht, wie lange. Ja. Wir werden es erleben. Zur Not gucke ich mir ein Video an. Ich habe heute ein Video drüber. Genau. Freunde, macht's gut. Schönen Tag noch für euch. Wir freuen uns jetzt und genießen alles. Und wir dürfen wieder reisen. Vielleicht machen wir mal eine Sprudeliges auf. Vielleicht gibt es mal was Sprudeliges zum Anstoßen. Wir haben jetzt wirklich von Mitte März bis also Mitte Mai nicht vermieten dürfen. Wir haben so viel Umbuchungen und Stornos gehabt. Und die Leute haben mir auch so furchtbar leid getan, die naja. Sich ewig auf den Urlaub gefreut haben und dann nicht fahren konnten. Also das geht uns ja auch allen am Ende so. Aber das war halt, das war alles nicht schön. Und jetzt geht es irgendwie wieder aufwärts. Und es ist so eine gute Stimmung. Und ja. Man könnte die ganze Welt umarmen. Hm. Meine lieben Freunde, es ist so unglaublich. Es ist so, so wunderschön und so toll gelungen. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht. Nie hätte ich das erwartet, dass es so mega aussieht. Das Bullauge ist drin. Toni hat es fertig geschafft. Es ist so schön, als wäre es schon immer drin gewesen. Bitte. Ist doch so, oder? Also alle, die das auch machen wollen. Es ist so. Es ist mega, Freunde. Es ist mega. Es schüttet jetzt total. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem gleich raus und ihr... Seht es auch von außen, wie es aussieht, aber jetzt erstmal von innen. Oder ich habe auch überlegt, ob wir es euch jetzt hier einfach gar nicht zeigen, damit die Spannung noch größer ist, wenn das Video kommt. Aber es ist so schön, dass wir es euch einfach jetzt schon zeigen müssen. Ja, natürlich. Schaut bitte.
Ja. Das ist halt es. Ein Fenster, ne? Würdest das du ist jetzt es. Sagen? Ne? Das ist halt ein Bullauge, ne? Ich finde es so schön. Und wenn der Fernseher oben ist, kannst du immer noch rausspinksen. Kannst du noch rausspinksen und jetzt muss hier noch irgendwas davor, dass man nicht reingucken kann. Das sind wir noch ein bisschen am... Wissen wir mal so haargenau? Nee, wissen wir schon ziemlich haargenau. Ich hätte da gerne Vorhänge, die ich dann selber nähen müsste. Und da ihr alle und Toni insbesondere wisst, wie gern und häufig ich nähe, weil wir haben nach 2,5 Jahren in unserer Wohnung immer noch die Vorhänge nicht an den Küchenregalen und das hier wahrscheinlich ewig lange dauert, bis das dann auch fertig ist, hat der Toni gemeint, wir machen einfach da so einen Ziprolladen dran, den man dann so zack, zack, zack runter machen kann. Ich bin nicht ganz glücklich damit, aber... Ich weiß auch nicht, aber ich habe gestern, das können wir es ja sagen, ich habe gestern einen bestellt für 12 Euro. Inklusive Lieferung hier bei Otto Versand, ja. Also das hat sich gerade so ergeben. Ich habe halt mal gegoogelt und so ein normales Springrollo und das, da ist das aufgepoppt und ich dachte, hier, was soll schief gehen? Ja, 12 Euro. Also ja, für den Anfang tut's das, bis ich dann mal irgendwas genäht habe. Also, das geht ja schon bei der Wahl des richtigen Stoffes, geht es ja schon los, Freunde, ja. Und dann, wie gesagt, ich kann ja nicht eine Häkelgardine dahin machen, die ich gehäkelt habe, weil häkeln kann ich. Das geht auch schnell, das ist nicht das Problem. Aber wie sieht das denn aus? Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, ist eine Häkelgardine vielleicht gar nicht so schlecht. So, und jetzt gehe ich wirklich mal ganz kurz raus und zeige es noch mal kurz von außen. Leute, es ist so schön. Spoiler. Achtung, es regnet, aber ihr seht, es ist rund. Also. Also nichts außeneckig, ne? Nein. Und schaut mal, diese Aluwanne, das sieht man überhaupt nicht mehr, dass es hier so eine Aluwanne war und dass es nicht so ist, wie es ist. Also, es sieht, du hast auch den Farbton so megamäßig gut getroffen gut, beim Lackieren. Also, Schluss jetzt mit der Lobhudelei. Dieses Video mit dem Einbau kommt extra. Da haben wir ja gesagt. Und weil so viele Zuschriften kamen wegen des Fernsehbeschlags hier, werde ich aus der Leni und Toni Show, wo wir das vorgestellt haben, das Einbauen von diesem Hubbeschlag auch nochmal ein extra Video draus machen. Das finde ich eine gute Idee. Ja, dass ihr das nochmal extra gucken könnt, weil, und bitte dann fragt auch jetzt erstmal nicht mehr. Nein, es ist das ja alles aber super. Ganz schnell. Wir bearbeiten das ja ganz, ganz gerne alles und das machen wir ja auch und das ist ja auch wirklich kein Problem. Wir sagen ja auch immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an info@leniundtoni.de. Aber jetzt kamen 783 Fragen zu diesem Fernsehbeschlag. Ja. Ja, ja. Und darum, das ist eine gute Idee, dass du sagst, du machst es nochmal, weil er hat jetzt das ganze Wochenende gesessen und hat nur E-Mails zu dem Fernsehbeschlag beantwortet. Das war total lustig. Also wir machen ein extra Video fürs Bullauge und ein extra Video für den Fernsehbeschlag. Und dann könnt ihr da genau gucken. Und eigentlich wollte ich euch auch nur zeigen, wie toll es ist. Ja. Aber wo wir schon dabei sind, ist es bitte, schreibt uns, wenn ihr Fragen an uns habt oder was Wichtiges wissen wollt, schreibt uns bitte unbedingt eine E-Mail an info@leniundtoni.de. Es gibt einige von euch, die schreiben irgendwie über die sozialen Netzwerke so Direktnachrichten. Und das lesen wir zwischendurch mal bei der Arbeit oder beim Autofahren irgendwo, wenn es gerade eigentlich nicht geht. Und dann geht es unter und dann ist es wieder vergessen und verschollen. Und dann sind Sachen dabei, die Toni nur beantworten kann. Das geht dann wieder nicht, weil nur ich, die ist auch ganz egal. Auf jeden Fall bitte, wenn ihr wichtige Fragen habt, eine E-Mail info@leniundtoni.de. Dann kommt das auch garantiert bei uns an und geht nicht vergessen, weil dann liegt das im Posteingang und blinkt vor sich hin, bis es beantwortet ist. Und ansonsten geht es unter und das wäre schade, weil da so viele tolle Nachrichten dabei sind. Das ist eine ganz, ganz große Bitte. Dankeschön. Liebe Freunde, wir sind ja jetzt mit Greta das erste Mal wieder gefahren, nachdem wir aus Dänemark zurückgekommen sind. Also es ist echt krass lange gewesen. Und jetzt sind wir ja beim Händler wegen dieser ganzen Heizungsgeschichte und weil es gerade so entsetzlich regnet, möchten wir die Gelegenheit nutzen und von ganzem Herzen der Elvira und dem Andreas zu gratulieren. Und zwar, wir haben auch schon auf euch angestoßen, aber das war letzte Woche mit einem Glas Sekt und einer Dose Kölsch zu ihrem neuen Wohnmobil. Das haben sie nämlich letzte Woche abgeholt. Also wir hoffen, es hat alles geklappt bei euch mit der Abholung, trotz diesem ganzen Corona-Chaos, das gerade herrscht. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt, wunderschöne Reisen, hoffentlich auch wieder bis nach Spanien und überwintern in Spanien, dass das nächste Mal alles klappt. Corona-frei mit neuem Wohnmobil, es wird fantastisch und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Dann mit 2 Dosen Kölsch und Elvira, ich sag mal, zusammen mit 4 Gläsern Sekt, oder? Alles Liebe für euch. So, Freunde, wie es das Leben so will, es ist Bombenwetter heute. Wir sind jetzt bei Wohnmobile United
und haben Greta abgegeben und haben gedacht, heute läuft's, weil wir hatten ja einen Termin. Und heute Morgen sage ich noch, Toni, ruf mal an, frag mal lieber, ob das auch dabei bleibt oder nicht, dass der Techniker im Urlaub ist. Und er ruft an und bleibt das bei dem Termin, ja, ja, alles gut. Und jetzt kommen wir hier an, jetzt heißt es, ja, was ist denn alles kaputt? Und wir sagen, nur die Heizung. Und die sagt zu uns, wieso nur die Heizung? Dann hättet ihr doch gar nicht kommen müssen. Es gibt einen Truma-Service. Die kommen nach Hause mit allen Ersatzteilen. Da muss man nur anrufen und muss den Fehlercode durchgeben. Und außerdem ist der Techniker noch im Urlaub bis Mittwoch. Ja. Also Freunde, wir lernen daraus, wenn es Fehler an der Heizung gibt und ihr habt eine Truma-Heizung, ruft einfach die Hotline von Truma an und wartet nicht auf einen Termin beim Händler, fahrt dann hin und ihr müsst gar nicht hinkommen. Genau. Das nur am Rande. Aber ich vermute, dass unser Techniker hier bei Wohnmobilien United das selbst rausfinden will. Hat bestimmt vielleicht auch schon was rausgefunden, bestimmt, und hat auch schon, hat's gut gemeint und hat, will's halt gut machen mit uns, bei uns oder keine Ahnung. Er tüftelt ja gerne, ja, und guckt gerne, was los ist. Aber es ist trotzdem mal wieder so ein Schwank, den das Leben schreibt. Naja. Und wir lernen wieder was dazu. Jetzt fahren wir einkaufen. Darum immer Maske anhaben, Freunde. Mhm. Wie ihr seht, wir sind wieder zu Hause. So sieht's aus. Und wir waren sehr erfolgreich einkaufen. Und was ganz wichtig ist, was wir noch bekannt geben müssen. Liebe Freunde, es gibt Freunde, gute und schlechte Nachrichten, wie immer an, ja, dieser Stelle. Ja, wie immer an dieser Stelle. Für die einen ist das gut, für die anderen ist das schlecht. Also für die einen ist es auf jeden Fall, ist völlig egal. Mucki, ihr wisst, unser letztes Herzstück, was wir gedreht haben, ist verkauft. Richtig. Der Carthago Schick Sea Line 5.0 QB. Ist weg. Ist weg. Der Mucki war aber auch wirklich ein schöner. Ja, also der war ein schöner. Der war ein schöner. Ist auch immer noch. Ja, natürlich ist er immer noch schöner. Ja, wir dachten erst, oh, der Preis ist vielleicht ein bisschen... Aber... Finde ich gar nicht. Für die Ausstattung war es ja auch gekostet hat, gerechtfertigt. Ja. Ich finde nicht, dass der zu teuer war. Na, so ein hübsches, ja, junges Kerlchen. Bestimmt, ja. Ein Jahr erst alt. Ja. Guck mal, der kriegt praktisch ja noch eine Geburtstagstorte nachträglich. Oh, okay. Ja, also herzlichen Glückwunsch an die Verkäufer, ja, und herzlichen Glückwunsch an die Käufer ganz besonders. Und denkt dran, in der Seitenklappe unter dem, was weiß ich, Ablegedings da liegt noch ein Glückscent. Nicht vergessen, der liegt da. Der bringt euch Glück. Lasst bei all ja euren liegen. Fahrten. Lasst ihn ja liegen. Angucken dürft ihr, aber nicht anfassen. Man kann ihn auch mal rausnehmen und nochmal machen. Ja. Ja. Aber dann wieder dahin. Also, allzeit gute Fahrt für euch. Wunder, wunder, ja, wunderschöne Reisen. Zahlreiche tolle Abenteuer und viel Spaß mit eurem neuen Mucki. Und den Ex-Besitzern wünschen wir, dass das neue Mucki-Mobil ganz möglichst bald schnell, einigermaßen pünktlich kommt, dass ihr nicht so viel Wartezeit habt. Genau. So, liebe Freunde, das war's in dieser Woche mit uns. Nee, das ist nicht richtig. Liebe Freunde, das war's in dieser Woche mit der Leni und Toni Show. Aber ansonsten gibt's noch einiges Neues von uns, weil das Bullaugen-Video kommt ja. Ja. Und das Fernsehbeschlagsvideo kommt ja. Ja. Jetzt setzt du mich aber unter Druck. Und am Sonntag gibt's noch eine Überraschung. Genau. So, also mindestens 3 Videos noch und dann sehen wir uns spätestens am nächsten Montag wieder zur neuen Folge der Leni und Toni Show. Bis dahin macht's gut, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Ja. Werdet gesund, werdet einfach auch gar nicht krank, ja, bleibt fröhlich, lasst euch von dem schlechten Wetter nicht die Laune verhageln, weil das bringt auch nichts, es regnet trotzdem. Und danke fürs Zuschauen. Passt aufeinander auf. Bitte. Tschüss. Tschüss.